Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Gartenschlau.com. Jetzt interessiert ihr euch bestimmt auch, wie es denn dem Ingwer geht, den wir kürzlich im Topf eingepflanzt hatten. Und das will ich euch in diesem Beitrag zeigen. Dazu werde ich jetzt erst einmal das Substrat aus dem Topf nehmen und damit dann auch den Ingwer. Und was wir jetzt feststellen können, ist, dass hier überall Augen am Wachsen sind, am Austreiben sind. Und das sind dann auch die Augen, die dafür sorgen, dass wir eine Ingwerpflanze haben. Und da, wo ich vorher ursprünglich ausgegangen bin, nämlich von diesem Auge, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Auge das Schwächste von allen ist. Man sieht jetzt auch, dass sich neue Augen gebildet haben, die deutlich stärker sind. Der Ingwer insgesamt fühlt sich auch praller an, als er ursprünglich war. Das bedeutet, wenn ihr euch im Laden eine Wurzel kauft, ein Rhizom kauft, das eventuell ein bisschen angetrocknet ist, solange es nicht komplett durchgetrocknet ist, könnt ihr das natürlich auch nehmen. Allerdings, wenn ihr euch schon eine schöne, knackig pralle Ingwerwurzel holt, dann habt ihr den Vorteil, dass die deutlich vitaler ist und nicht so lange braucht, bis sie sich dann mit Wasser vollgesogen hat. Ja, das war's zum Stand, wie es der Ingwerwurzel im Topf geht. Die werde ich jetzt dann wieder mit Erde bedecken und dann stelle ich sie wieder ans Fenster, wo sie sich dann entsprechend weiterentwickeln kann. Und im nächsten Video, bin ich jetzt gerade hier am Einweichen, zeige ich euch, wie man sich um Kurkuma kümmert. Ebenfalls ein Ingwergewächs, aber das lasse ich jetzt, weil es noch ein bisschen trocken ist, noch ein bisschen im Wasser liegen. Und dann kommt das Kurkuma-Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss.